Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush 4059 zurück bei Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für 3DS. Und das hier sind die Überreste von Neos. Nachdem wir Marcello bezwungen haben, ist nun Raptorn frei. Hat einen Teil von Neos in den Himmel mitgenommen. Und Dunkelheld breitet sich nun über die gesamte Welt aus. Seine Auferstehung steht kurz bevor. Und jetzt heißt es, gilt es für uns, ihn zu verfolgen. Goldgolems sind noch da, also hier kann man noch grinden. Aber bevor wir uns zu ihm begeben werden, wollen wir nämlich noch etwas anderes tun. Dazu begeben wir uns zu Raidens Turm. Ich habe da nämlich einen Ort entdeckt, an dem man besser farmen kann. Weil neben... Ups, ich hätte da von dort aus den Göttervogelstein aktivieren müssen. Weil nämlich... Wenn man von dort aus den Göttervogelstein nutzt und dort auf eine der höheren Ebenen kommt, kommt man zu einem bestimmten Ort, wo es Flüssigmetallschleime gibt, die zusätzlich noch Metallkönigsschleime spawnen lassen. Und wenn man da wirklich nicht nur Glück, sondern auch genug Skill hat, kann man wirklich sogar mehr verdienen als mit den Metallkönigsschleimen beim Dreieckstal. Und auch umso schneller leveln. Oh, jetzt würde ich schon wieder Teleportation einsetzen. Oh Gott, nochmal. So. Gib mir den Göttervogelstein. Und lasst uns fliegen! So, hier irgendwo war das in der Nähe. Ich weiß jetzt gerade nicht mal ganz wo genau. Auf jeden Fall hier irgendwo auf dem Gebirge. Haben wir noch mal die Insel der Läuterung. So. Boah. Diese Orte dann wiederzufinden ist echt schwer. Irgendwo auf den höheren Ebenen hier war da was, wo man landen kann. Ich glaube, ich bin ja schon mal nicht ganz so falsch gewesen. Ja, hier glaube ich, hier war das, ne? Hier war das irgendwo. Yep, hier sind wir richtig. Oh, wenn man gerade von Teufel spricht. Achso, das ist nur normaler Metallschleim. Nee, auf den brauche ich mich gar nicht zu konzentrieren. Hier ist nämlich ein Reich von Metall, wo sich hier alle Schleimarten zusammenfinden, wie es scheint, oder die meisten zumindest. Da ist ja auch ein unbekannter Ort, das können wir Baumrinde auch nicht nutzen. Nun, ich habe mich über diesen Ort informiert. Ich habe jetzt hier noch nicht genau umgeguckt, aber ich habe mal im zufällig, während ich nach Tipps für Monster, also für Arena-Monster, also für Standorte von Arena-Monstern Ausschau gehalten habe, habe ich noch zusätzlich diesen Ort hier gesehen. Ups, aha, Flüssigmetallschleim. Das ist besser. Komm her. Du kommst mir nicht. Bleib mal stehen, du. Ja, wirst du wohl. Wo ist er? Jetzt ist er weg. Nein, da ist er. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Nein, schade, weil ich dachte, da wären doch zusätzlich ein Metallkönigsschleim. Sehr, sehr schade. Dachte schon. Zieh mal den Beschleunigungszauber ein. So, einer bleibt schon mal. Der erste flieht.
2 bleiben. 2 fliehen, 3 fliehen. Oh Mann, nur 2 bleiben übrig? Mann, das ist aber schade. Den einen schon mal verfehlt, aber wenigstens ein Treffer zugefügt. Oh Mann. Ach komm. Ja, mehr kann man da auch nicht machen. Was soll's, wenn man reicht das für überhaupt ein einziges Level ab. Für die Elster. Ja, aber hier könnte man am besten leveln. Oh! Ich glaube, hier gibt es sogar mehr Metallkönigschleime. Ich den erwische. Ja, da ist er. So, jetzt gucken wir mal. Nein, aber er ist umgeben von... Oh nö, ja, die Feinde schlagen zu alle zuerst zu, ist klar. Präventivschlag für Metallschleime ist klar. Boah, ja, nee, ist klar. Jetzt mal Schluss hier. Jetzt mal gut hier, Mann. So, Metallkönigschleim. Vielleicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin, das Fokustamburin verwenden. Für alle Fälle. Aber der flieht wahrscheinlich eh sowieso, also... was macht das dann auch für einen Sinn? Okay, einer bleibt da zumindest. Oh, der Metallkönigschleim bleibt auch. Ja, aber einige flüssige Metallschleime fliehen. Ja, die meisten. Leider. Oh yeah, Baby! So, damit werden sie schneller. Dann können sie zuerst zuschlagen. Aha! 40.000 EP. Kommt schon, Leute. Hoho! So, guck sie das an, 50.000 EP. Haben wir eine dicke, fette Beute hier gemacht. Ich hoffe, es gibt da noch mehr Talentpunkte als immer nur 2 pro Level. Ich will ja bei allen Fähigkeiten, Grande Gusto. Weil ich will ja bei allen Fähigkeiten die volle Punktzahl erreichen. Aber ihr seht es. Hier gibt es eine fette Ausbeute. Hier kann man richtig gut leveln. Ah, diesmal ist leider nur einer. Aber es wären ansonsten immer nur ein einziger Metallkönigschleim beim Dreieckstal oder beim Drachenfriedhof. Und das wäre eh nichts. Also das würde kaum was bringen. Mm-mm, sorry, da. Der wollte nicht da bleiben. Aber immerhin kriegt man immer eine fette Ausbeute an Erfahrungspunkten. Perfekt zum Trainieren hier geeignet. Also perfekt fürs Offscreen-Training das Ganze. Gibt es also viele Schleimsorten. Ich frage mich, ob es auch noch mehr gibt als nur Schleime. Kommt man auch irgendwie wieder runter? Gut, jetzt fordern wir noch einen einzigen Metallschleim hier raus. Und das, sollte genügen. Sind leider wieder nur Flüssigmetallschleime, aber mit etwas Glück können wir wenigstens die Hälfte besiegen. Schauen wir mal.
Einer bleibt. Einer flieht. Einer bleibt. Einer bleibt. Okay, es bleiben mindestens drei in dieser Runde. Vier. Ja, vier. Aha. So, und jetzt nochmal Beschleunigung. Dass alle gefälligst zuerst zuschlagen können. Okay, zwei erledigt. Einer noch übrig. Schade. Mit der erhöhten Konzentration. Dann bleibe ich weiterhin beim Blitzschlag. Aha, aber dafür sind wir jetzt schneller. Völlig unmöglich, dass er uns dabei noch überbietet. Und erledigt. Ja. Schöne Ausbeute hier, ne? Sehr schöne Ausbeute sogar. Ich muss ja mal gucken, ob es hier sonst noch was gibt. Es kann ja nicht alles gewesen sein hier, ne? Sieht aber nicht so aus, als ob da noch was wäre. Ey, bleib weg von mir, bleib weg von mir. Dickerchen, geh weg. Geh weg. Ja, du verschwindest hier. Von meinem besten Willen nicht mehr erkennen als da. Das, was ich schon gesehen habe. Okay, der letzte. Aber das ist wirklich versprochen, der allerletzte. Oh mein Gott. Das sind insgesamt sieben. Nicht schlecht. Wollte schon zählen anfangen, aber da steht ja auch schon. Aber die Anzahl steht da eh schon da. Okay. Scharfrichter. Und den Zauberbeschleunigung. Nicht alle werden auf einmal fliehen können. Einer muss ja mindestens da bleiben. Das wäre voll Pech, wenn alle fliehen. Alle auf einmal fliehen würden. Oje. Oje, nur zwei bleiben. Schade. Von den sieben bleiben nur zwei. Das ist ein bisschen, trotzdem ein bisschen Pech. Aber immerhin haben wir einen von ihnen. Ha! Und wir haben beide. Die, was übrig geblieben sind. Es gibt Angelo nun auch ein nötiges Level Up. Nein. Hier, gibt noch etwas Charisma obendrauf. Und auch Jess. Level 47. Den Stab. Die, Stabtalent, das Stabtalent verbessern. So. Und du bekommst wieder mehr Leidenschaft. Die brennende Leidenschaft. Arena der Flammen. Wenn er schon jetzt S-Rang Champion ist. Und diese Fähigkeit war. Ach Mann! Ich weiß, ich kann da nicht widerstehen. Was passiert dann, wenn er erstmals die Wrestling-beiden Fähigkeiten hat? Dann hat er noch Rang X-Champion und Rang XX-Champion oder Weltchampion? Keine Ahnung. Oh je. Das haben wir jetzt wirklich versprochen. Das allerletzte Mal. Danach machen wir mit der Story weiter, okay? Okay. Nein, nicht Blitzgewitter. Blitzschlag. Was hatte ich nochmal? Ah ja, Scharfrichter. Einer bleibt. Zwei bleiben. Drei bleiben.
du hier bleiben? 5. Nice. 5. Einer schon mal erledigt davon. Yes! So, nochmal das Ganze. Oh, oh, schade. Oh, Mann. Ah, naja. Wieder nur 3, aber besser als keins. So, dass wir alle gleich zuschlagen können. Komm bitte jetzt du. Ja! Glück gehabt. So. Sehr schön. So, nochmal Messertalent verbessern und das war's. So, das wär's aber jetzt endgültig. Wir sind ja fertig und ja, das ist auf jeden Fall ein Ort hier zum Trainieren. Ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid, wo es sich befindet. Mit etwas Glück taucht sogar ein Königsmetallschleim auf unter den ganzen Flüssigmetallschleim. Oder, ups, ich wollte eigentlich weg. Ach, was soll's. Schleime überall. Aber nein, danke. Oder mit etwas Glück taucht unter den Königsmetallschleim auch Flüssigmetallschleime zusätzlich auf. Oder noch vielleicht sogar mehr Königsmetallschleime. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es hier erstmal der aktuell beste Ort zum Offscreen-Trainieren. Und ja. Im Augenblick sieht es jetzt mit den Leveln nicht schlecht aus. Also gut. Dann nutzen wir jetzt wieder den Göttervogelstein und verfolgen und nehmen die Verfolgung auf. Wo ist er? Schade, dass es nicht mehr gibt, dass es da nur diese Schleime gibt, weil ich dachte, es gäbe auch noch zusätzliche eine Schatztruhe. Also einen Schatz, aber ja, dann eben nicht. So, wo lang jetzt? Ah, dort, wohin die Dunkelfeder führt, natürlich. Nichts wie rein da. So, das ist die schwarze Zitadelle. Dort hält sich Raptorn aktuell auf. Hm? Monster gibt's ja auch. Aber hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Hm. Hui, das ist keine allzu schwachen noch dazu. Aber es ist auch gut so. Gibt's viele Räume. Hier war also die Kirche. Es sieht simpel aus, aber da steckt mehr dahinter. Es ist wieder ein ganz großes Labyrinth, wobei man gut aufpassen muss, wo man als nächstes hingeht. Damit man nichts verpasst. Ja, hier war ich ja schon. Was ist hier drin? Bücher? Hm. Ist ein Regal voll alter Chroniken. Raptorn, unser Fürst der Finsternis, ist zu einem ruhmreichen neuen Herzog aufgebrochen, um sich die Welt des Lichts untertan zu machen. Ein armseliger, vermeintlicher Göttervogel hat die Stirn, sich zwischen den Fürsten der Finsternis und seinen glorreichen Plänen zu werfen. Dabei schreitet unser Kreuzzug, die Welt des Lichts zu unterjochen, unbeirrt voran. Und
Niemand, nicht Gott noch Mensch, soll es wagen, sich uns in den Weg zu stellen. Okay, die Bücher sind wahrscheinlich von den Dienern von Raptorn. Ja. Zugefügt worden. Einstmals waren die Welten der Finsternis und des Lichts in Chaos vereint. Nun hebt unser großer Fürst Raptorn an, die beiden Welten von neuem zusammenzuführen. Fürwahr, erreicht Raptorn erst sein ruhmreiches Ziel, wird man ihn nicht länger nur als Fürsten der Finsternis preisen. Nein, man wird ihn als den wahren Herrn jeglicher Schöpfung verehren. Ja, als ob ich das tun würde. Und so begab es sich, dass der Fürst der Finsternis eine schwebende Festung schuf. Sie sollte seine schier grenzenlose Macht weiter mehren und als Tor zwischen den Welten des Lichts und der Finsternis dienen. Öffnet sich endlich das Portal zwischen beiden Welten, wird die dunkle Bruderschaft die Welt des Lichts strömen, den Himmel verdunkeln. Und Tod und Verderben werden die sich in Scheren des Lichts eilen. Der Tag des jüngsten Gerichts rückt näher und die armen Narren vermögen ihn nicht aufzuhalten. Und hier ist kein Bücher mehr interessant. Hier ist auch nichts mehr. Also hier sind nur allein die Chroniken hier interessant. Ach, hier sind noch mehr Bücher. Es scheint sich um die Ziele eines Alchemisten zu handeln. Man sagt, wenn man einen Lebensarmschimmer mit einem gewissen Schwert kombiniert, könnte dabei etwas Wundersames entstehen. Die Frage lautet nur, welches Schwert soll man da nehmen? Schon 30 Jahre lang befasse ich mich mit dem Studium der Alchemie, aber das habe ich immer noch nicht herausfinden können. Über Wunderschwert. Wunderschwert plus Lebensarmschiene. Ich habe doch ein Wunderschwert, ne? Wunderschwert plus Lebensarmschiene. Lebensarmschiene. Habe ich die überhaupt? Ich habe goldenen Gebetskranz, aber... Und Meteorarmschiene. Lebensarmschiene. Ich glaube, wenn man eine Goldarmschiene damit mit etwas... Verbindet das, Mal schauen, ob ich irgendwie eine Lebensarmschiene herstellen kann, weil ein Überwunderschwert, das könnte ich gebrauchen. So, und was ist hier? Maske der Dunkelheit. Wer die Phantommaske aufsetzt, hüllt sich in Dunkelheit und erschwert, seinen Feinden ihn zu treffen. Das heißt, diese Mysteriummaske sei das Produkt einen gewissen Eisenhelm und einen bestimmten dunklen Kleidungsstück. Phantommaske, Eisenkopfschutz plus dunkle Robe. Habe ich die dunkle Robe überhaupt? Eisenkopfschutz, denke ich, hätte ich vielleicht. Aber hier gibt es neue Alchemie-Rezepte. Und hier? Vielleicht auch? Die Seiten des Buches sind voller zerquetschter Insekten. Jetzt wird sich das Gesicht und stellt das Buch schnell wieder ins Regal zurück. Also zum Glück habe ich das nicht gesehen, aber alleine schon davon zu lesen. Da kräuselt es mir richtig. Sie mit der Ausgabe einer Zeitschrift namens der kleine Waffenfreund. Ihr tut euch schwerflüssig, Metallschleim niederzuschlagen, bevor sie fliegen können. Mit diesem Problem seid ihr nicht allein. In solchen Situationen gibt es nur eine angemessene Waffe, und zwar den ultimativen Bumerang, den Metallflügelbumerang. Es ermöglicht es euch, nicht nur mehrere Gegner letztendlich anzugreifen. Nein, ihr könnt... Zudem einen gehärteten Körper des Metallkönigsteins zu anzufügen. Leider waren wir nicht in der Lage, Informationen mit genau Zusammensetzen der Metallbumeringe zu erhalten. Wir wissen nur, dass sie durch die Kombination des bestimmten Bumerangs mit einer anderen mächtigen Waffe entstehen. Metallflügelbumerang, Schneidenbumerang und Metallkönigsspeer? Metallkönigsspeer, wo finde ich denn sowas? Hier ist ein Buch, das den Fürst des Finsters preist am Rand. Deshalb befindet sich eine hingekritzte Notiz. Wenn es Raptorn gelingt, die Welt zu vereinen, werden wir dann alle exotische Gewinner aus fernen Ländern sehen. Ja, ein Orient-Krieger-Outfit wäre ein Augenschmaus. Scheint lässt sich so ein Gewand aus einem fliegenden Kleid, eine Art Flammenkleid und ein Fächer mit Mondmotiv fertigen. Aber wie kombiniert man all diese Elemente? Orient-Krieger-Outfit. Fließendes Kleid, Purpur, Robe und Mondfächer. Ich sollte mich nach weiteren Rezepten umsehen, weil Purpur, Robe, meine Fresse, das klingt alles so interessant, aber ich habe nicht vor,
jedes herzustellen. Das ist leider das Problem. Ah, aber hier habe ich was Feines. 5000 Goldmünzen, nicht schlecht. Das ist immerhin schon mal was. So, ich glaube, hier in der Bibliothek habe ich mich jetzt genug umgesehen. Was zum... Nee, aber das ist nicht der Boss, oder? Das ist eine andere Art von Boss. Von Schwertlabyrinth. Großimitator. Oh mein Gott, ey. Na schön, habe ich wieder meine Teams. Tätze sie auf sie. Los geht's, meine Golems. Oh ja. Leg mal richtig wieder los, ne? Lass dich jetzt nicht verwirren. Zum Glück nicht. Mann, sind die alle so schnell. Ein Schlag und das war's. Nice one. Oh, und der Critical Hit noch oben drauf. Oh, schade. Tja, dann greifen wir nochmal an. Viel hatte er nicht mehr zu melden. Und tschüss. Eisennägel. Ah, Eisennägel. Ich glaube, das habe ich ja für irgendwas eh benötigt. Aber das war für was Kleines. Aber gut zu wissen, dass ich die jetzt wieder habe, ne? Habe ich die Bücher auch schon gelesen? Biografie zu handeln. Es lebte einst ein mächtiger Mann, den sie den Oberboss nannten. Er sah aus wie ein Dämon und ein Blick genügte, um die Herzen seiner Gegner mit Furcht zu erfüllen. Eines Tages begegnete der Mann der Göttin, unserer Erlöserin, und Stück um Stück reifte in sein Herzen die Liebe zu ihrer heran. Um ihr seine Bewunderung auszudrücken, schenkte er der Göttin einen Käse. Es war eine so ungeschickte Form der Verehrung, dass sie sich sofort in ihn verliebte. Von diesem Tag an verschrieb sich der Oberboss trotz seines dämonischen Äußeren der Bewahrung seiner Liebe und wurde so als Beschützer der Liebenden bekannt. Oberbösewicht Schild, Oberboss Schild und Göttinenschild und milder Käse. Alter Schwede, solche Gegenstände eh. Brauche ich wirklich die Rezepte für diese anderen Sachen? Beziehungsweise vielleicht kriege ich die nur durch die höhere Monster-Arena und vor allem durch Prinzessin Minischloss. Volle Prophezeiungen. Wenn Giron und Amor in großen Bogen aufeinandertreffen, steht ein Gott, mit dem man rechnen muss. Odin-Bogen, Chiron-Bogen plus Amor-Bogen und Lam-Bogen. Ach, klasse, ich muss mir wieder ein paar Bögen kaufen. Amor-Bogen, habe ich den überhaupt? Superwaffen des Altertums? Es gibt viele Waffen auf der Welt, doch der Megaton-Hammer ist berühmt als die schwerste Waffe von allen. Leider sind alle, die um das Geheimnis der Fertigung dieser furchtbaren Waffen wussten, schon lange tot und vergessen. Und so ging leider auch das genaue Rezept verloren. Wir wissen nur noch, dass eine große Axt, ein großer Hammer und das Orichalkum verwendet wurde, um den Megaton-Hammer herzustellen. Rüberkriegshammer plus Axt des Oberas und Orichalkum brauche ich ja, kriege ja noch von Prinzessin Minis Schloss. Da brauche ich aber noch eine Mini-Medaille, um das kriegen zu können. Ist da noch ein Rezept drin? Das Regal, voll alte Chronik. Imperia und ihre elenden menschlichen Schergen sind nur zu schwachem Widerstand imstande. Im Umgang mit den Dragovianen jedoch ist Wachsamkeit geboten. Als sie sich dem Fürsten des Finsters das letzte Mal widersetzen, fielen beinahe alle dem Untergang anheim. Daher ist es auch eher unwahrscheinlich, dass sie erneut ins Gefecht ziehen werden. Dennoch, wir müssen herausfinden, wo sie sich verborgen halten. Sie dürfen uns nicht in den Rücken fallen, wenn Raptons Tag der Vergeltung kommt. Mit dem Titel der Metallkönigsspeer. Ah! Natürlich mit das Prachtstück im Arsenal des Speerkämpfers. Diese ausgewöhnliche starke Waffe lässt sich mittels Alchemie herstellen. Ein alten Rezept zufolge sind nur zwei Zutaten nötig: eine heilige Lanze und der beste Bumerang. Aber wie hält man den unentbehrlich besten Bumerang? Das ist die Frage, verehrte Göttin, wie sie uns doch verhöhnt. Metallflügelbumerang. Aber für den Metallflügelbumerang benötige ich doch.
benötige ich doch an sich schon diesen Metallspeer, oder nicht? Decken mich die Feinde hinter der Wand, oder was ist da los? Anscheinend. Hier gab es den Schatz. Also das ist hier nichts von Bedeutung, dieser Weg. So, wo lang jetzt? Ich habe mich jetzt in der Bibliothek umgesehen. Da geht's dann hinauf. Wie ist es eigentlich mit den anderen Wegen? Da muss ich mich wirklich mal gehörigst umgucken. Hier ist ja die Kirche. Das hat nichts zu bedeuten, vor allem hier kann ich eh nicht speichern. Leider. Also gehe ich mal hier rauf. Achso. Die Treppe. Das ist keine Treppe. Was zum... Okay. Das ist merkwürdig. Aber okay. So ist das wohl. Na schön, versuchen wir erstmal hier durchzukommen. Und zu schauen, ob es hier irgendwas... Nein, gibt's auch nichts. Das ist auch nur ein leerer Raum für nichts. Und wieder nichts. Was befindet sich dahinter? Ist wieder so ein tanzender Dämon gewesen? Wahrscheinlich. Bleibt wer von mir weg, Freundchen. Ja, sind wir diese tanzenden Teufel. Ah. Wir hätten ganz schön auf den Keks gehen können. Was ist denn hier? Ich, was zum... Oh Gott, wie viele Fässer sind das denn? So viele Fässer. Dein von denen muss was Gutes drin sein. Oh. Was ist das hier? Bleib von mir weg, mein Großer. Was ist das hier? Eine Höllenhundstatue? Hm. Okay, zurück zu den Fässern. Na schön. Bauen wir hier ein bisschen auf. Steinsalz. Frischen Käse. Hier gibt's ja alles. Lebenssamen. Okay, nicht in jedem Fass gibt's was, aber... In den meisten Fragezeichen? Okay, ja. Eiszapfen dolch mal gratis in ein Fach? Das ist neu. Was? Ist das... Ist das? Nein, nicht möglich, das ist Euchalkum! Oh mein Gott! Und das finde ich einfach mal so in einen der Fässer hier. Oh mein Gott! Nicht möglich, ich habe tatsächlich schon ein Stück. Oh, und ein Yggdrasil-Blatt. Yes, Mann! Na, wirst du wohl, nimm das Fass und zerbrich es, bitte. Heiligenasche. Sehr schön. Damit könnte ich mir noch mehr Fokus-Tamburine herstellen, wenn ich erst was noch... Okay, 1200 Goldmünzen, nicht schlecht. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein weiterer Schädelhelm, weil ich möchte wirklich weitere Fokus-Tamburine herstellen. Dass wir Teammitglieder eins haben... 500 Gold. Heilige Scheiße, es ist eine richtige Ausbeute hier. Gebetsring.
Und ein Ausdauersamen. Alter, das war eine Ausbeute hier. Nice one. Ich schätze mal, Angelo benötigt aktuell die bessere eine Ausdauer. So. So. Der ist... Ah nein, das ist kein Frischkäse, sondern ein harter Käse. Das ist so der Tempel-Offiziersring, aber der erhöht nur den Angriff. Die Verteidigung ist mir eher wichtiger. Oh Mann. Ich hoffe, ich habe die Rezepte dann noch so ziemlich gespeichert, sprich, dass ich sie mir dann nochmal ansehen kann. Wo lande ich denn jetzt hier? Da geht's wieder hoch, ne? Ja, da gibt's eine Treppe, die nach oben führt, aber... Will ich da jetzt hin? Ich glaube eher nicht. Weil da unten gab's noch was. Was ist denn hier los? Hier könnte, hätte man auch durch... Hätte man auch was verstecken können, aber nö. Ich glaube, hier will ich noch nicht hoch. Weil da unten gab es noch einen anderen Weg, den ich noch nicht fertig erkundet habe. Und ich glaube, das ist eine Sackgasse da unten. Muss auch sein. Muss auch so sein. Oh mein Gott. Fette Ausbeute hier. Voll die fette Ausbeute hier. Fässer, was das Zeug hält. Okay, hier ist Sackgasse gewesen. Wo, da war nur diese Statue, mit der ich nichts anfangen wusste. Dann bin ich also hier wieder falsch. Oder bin ich hier von woanders hergekommen? Aber fast nicht. Ja, wie komme ich da jetzt wieder runter? Weil ich weiß, ich bin ja... Oh, hier. Hier geht's weiter. Hier geht's nochmal zurück. Sorry, ich muss mich hier noch ein bisschen orientieren. Weil ich meine, guck dir das an, wie das aufgebaut ist. Oh man. Du schon wieder. Aber der flieht eh von mir. Ah. Okay, das ist eh. Dann sind wir eh wieder richtig. Das ist wieder dieser sinnlose Raum. Oh, aber hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt, oder? Nein. Hier sind lauter Betten. Das würde Schlafgemächer sein. Und hier ist nichts? What? Aber dafür ein Buch. Das Buch ist so alt zu flat, dass der Text nicht mehr zu entziffern ist. Und hier? Das muss aber lesersich sein. Zwischen einigen Büchern steckt eine alte Notiz. Es ist zwecklos. Der Versuch, in die Festung des Fürsten der Fest einzudringen, war ein tödliches Unterfangen. Man wird mich jeden Augenblick entdecken. Könnte ich doch nur diese besondere Rüstung anfertigen. Aber hier gibt es weder handige Rüstung, Rubine noch Genesungsringe. Wenn andere mir nachfolgen sollten, werden sie zumindest diese Notiz finden und das geheime Rezept erfahren. Viel Glück, Abenteuerkollegen. Ich wünsche euch Erfolg. Hochheilige Rüstung. Heilige Rüstung und Schutzrubine und Genesungsringe. Habe ich doch alles, ne? Hochheilige Rüstung! Oh mein Gott, ich könnte die herstellen. Ich muss den Genesungsring... Was? Ah, verdammt, ich kann ihn hier nicht verwenden. Shit. Ja, das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt, aber was soll's, ne? Kann man nichts machen. So, hier ist nochmal der Anfangsbereich. Alles klar, auf der anderen Seite war ja noch was. Bin mir ziemlich sicher, dass da noch was war. Ich konnte ja nach oben gelangen. Von dort aus. Das war hier. Das heißt, es müsste ja auch noch was sein.
Hoffe ich zumindest. Was? Och nö, sag mir, dass da doch Sackgasse ist. Nicht euer Ernst, ich bin den ganzen Weg jetzt umsonst da zurückgegangen. Da war eh nur eine Sackgasse. Ach du heilige Scheiße, ich bin auch ein Trottel. Jetzt bin ich da wieder zurückgegangen. Was hätte nicht sein müssen? Ach, das tut mir leid, Leute. Ehrlich, ich hätte zuerst wirklich geglaubt, dass noch was wäre. Habe ich mich bitter getäuscht. Ich habe da nicht geguckt, hätte wäre ich bloß ein paar Schritte weitergegangen. Ach, was soll's. Da wissen wir, wo es jetzt lang geht. Aber ab dem nächsten Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid ihr wieder mit bei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush wurde vegetiert ein bisschen Part von Let's Play Dragon Quest. Ach, die Reise ist aber schon in Königsfeld 3. Das ist so. Wiedersehen und tschüss, Leute.